So, hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video von mir zum Thema Selbstliebe. Immer kommt ins Bild. Immer. Ja, meine Lieben, heute geht es ums Thema Selbstliebe. Ein Thema, welches ich auf meinem Instagram-Account ja sehr oft thematisiere. Ich habe auf meiner Website anjazeiler.com einen, ich finde das mir gut gelungen, dieser Blog-Eintrag, weil es ist manchmal nicht so einfach, die richtigen Worte für alles zu finden. Aber ich habe euch da einen Blog-Eintrag über meine Geschichte verfasst. Also wenn ihr vielleicht auch selbst Probleme habt mit dem Thema, euch selbst gern haben, zu euch stehen zu können, euch nicht ständig verändern zu wollen, dann lest euch vielleicht mal diesen Blog-Eintrag durch. Gibt es auf Deutsch und auf Englisch auf meiner Homepage verlinkt unter diesem Video. Ja, heute habe ich eben das Bedürfnis, ein Video zum Thema Selbstliebe zu machen. Weil Selbstliebe, oh Gott, das konnte ich nicht schon immer. Und ich bin richtig froh, dass ich auf den Geschmack gekommen bin. Und du kannst es auch. Auch du kannst lernen, dich selbst gerne zu haben und mit dir zufrieden und glücklich zu sein. Es ist natürlich nicht etwas, was von heute auf morgen geht. Deswegen möchte ich in diesem Video 5 Tipps an dich geben, die dir helfen können, dich selbst zu lieben, so wie du bist. Ja, Selbstliebe, ein Riesenthema. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Wer weiß. Ich hatte einmal Extensions bis zum Po. Ich habe meine Haare fast schwarz gefärbt, weil ich gedacht habe, das ist viel sexier. Lange, dunkle, volle Haare. Ich kann noch nicht seit so langer Zeit zu meinen Naturlocken stehen, so wie sie sind, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss die glätten. Zudem hatte ich mal Brustimplantate, weil ich gedacht habe, nur so bin ich weiblich. Und mittlerweile habe ich die wieder entfernt, weil ich weiß, ich bin auch schön ohne künstliche Brüste. Das reicht auch. Man ist so auch genug Frau. Zudem Wimpern-Extensions, Nägel, alles Sachen, die ich irgendwie gedacht habe, ich brauche das, um gut genug zu sein. Wer weiß, vielleicht siehst du da bei dir irgendwo Parallelen. Soll aber nicht heißen, dass es nur heißt, dass man bei der Selbstliebe angekommen ist, wenn man auf das alles verzichtet hat. Denn Selbstliebe hat absolut nichts mit dem Äußeren zu tun, überhaupt gar nicht. Manchmal wird mir gesagt, ja Anja, du hast es leicht, über Selbstliebe zu reden. Du bist ja schlank, du bist hübsch. Und da muss ich dazu sagen, nein, so wie du aussiehst, das hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Denn Selbstliebe beginnt wo ganz anders. Du kannst ja optisch schönste Mensch der Welt sein, du kannst dem doofen Idealbild sehr nah sein und entsprechen, du kannst trotzdem extreme Schwierigkeiten mit dir selbst haben. Deswegen, das ist so ein Widerspruch in sich. Man sagt ja, du sollst nicht einem Idealbild nachrennen, du sollst dich selbst gern haben. Also deswegen finde ich, sollte es auch nicht ein Gegenidealbild geben, wie man aussehen muss, dass man über Selbstliebe reden darf oder das thematisieren darf. Also Selbstliebe soll nichts damit zu tun haben. So, beginnen wir mit den 5 Tipps für dich. Tipp Nummer 1. Negativität. Boah, dieses Wort. Oft ist es auch so, dass wir im Leben immer daran erinnert werden, was negativ ist. Und das beginnt schon sehr früh. Es beginnt schon in der Schule. Du schreibst eine Prüfung und deine Lehrperson kreist alles mit Rot an, was falsch ist und was nicht gut ist. Und am Schluss bekommst du dein Blatt zurück und du siehst einfach auf den ersten Blick, aha, das war falsch, das ist nicht gut, das habe ich falsch gemacht, das war scheiße und das war kacke. Und dann wirst du noch mit einer Note bewertet, die da fett draufsteht, hier. Das heißt, als erstes wird dir mal aufgetischt, dass alles schlecht ist. Aber dann frage ich mich zum Beispiel, wieso macht man es nicht so, dass man einfach alles grün anstreicht, was gut war? Und dann siehst du als erstes mal, ach so, das habe ich richtig gemacht, das war auch gut, yes, das habe ich gewusst. Dann bist du viel positiver beeinflusst und kannst danach noch sehen, was nicht so gut war. Aber das Umgekehrte hat irgendwie ja, einfach von Anfang an negativen Input auf unsere Psyche. Das ist jetzt einfach mal ein ganz einfaches Beispiel. So geht es uns aber auch sehr oft im Alltag. Wir schauen uns im Spiegel an und als erstes sehen wir, was uns nicht gefällt.
Ich habe einen fetten Bauch, meine Beine sind hässlich, meine Haare sind scheiße, da habe ich einen Pickel, das gefällt mir nicht. Ja, wieso sehen wir nicht einfach mal in den Spiegel und sehen, was uns gefällt? Und ich rede jetzt nicht nur vom Aussehen, weil vielleicht sagst du, ja, aber mir gefällt nichts an mir. Und ich bin sicher, dir gefällt auch optisch etwas an dir. Ja? Aber ich will sagen, es müssen nicht nur optische Sachen sein, die du zu deinen Vorzügen zählen sollst, weil wir hassen ja Oberflächlichkeit. Wir wollen aus dieser oberflächlichen Welt voller Druck raus. Deswegen, seh dich als Ganzes, seh nicht nur deine Hülle, denn was du siehst, was du als Negatives beschreibst, das ist nur deine Hülle. Ja? Dein Bauch, deine Beine, deine Falten, deine was auch immer, das ist ja nur deine Hülle. Seh dich als Person, weil hey, du bist so viel mehr als einfach nur eine Hülle. Du bist ein Wesen, das tolle Charaktereigenschaften mit sich bringt zum Beispiel und das etwas kann. Und du bist ein Mensch, du bist nicht einfach nur eine Gewichtszahl oder eine Körperform. Deswegen versuche mal darüber nachzudenken, was du an dir magst. Das kann sein, zum Beispiel wenn wir bei Aussehen bleiben wollen, deine Augen, dein Lächeln, was auch immer an dir. Aber eben auch zum Beispiel, dass du ein Organisationstalent bist, dass du jeden Tag eine Familie großziehst oder wenn du keine Familie hast, dass du eine taffe Geschäftsfrau, ein Geschäftsmann bist, dass du gut Fußball spielen kannst, dass du dich gut zur Musik bewegen kannst oder dass du gut kochen kannst, dass du was auch immer, dass du tierfreundlich bist, weiß der Geier was. Das sind auch alles Eigenschaften, die dich als Person ausmachen. Deswegen schreib dir diese mal auf und sei sie dir bewusst. Und zudem möchte ich, dass du mal deine Eigenschaften, die du nicht an dir magst, also die negativen Sachen, versuchst in etwas Positives umzuformulieren. Etwas, was mir zum Beispiel immer wieder zum Verhängnis wird, ist die Geduld. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Aber wenn ich mich jetzt immer mit dem Gedanken bestrafe, ich bin ungeduldig, ich bin ungeduldig, ich bin ungeduldig, boah, da kommt zu viel Negativität in mir hoch und zu viel Stress und zu viel Druck. Deswegen versuche ich mir zu sagen, ja, ich bin halt ein Mensch, der gerne effektiv arbeitet und der die Dinge gerne bei Zeiten erledigt hat. Oder wenn du so ein Chaot bist, so unordentlich wie ich, ich habe mir jetzt hier noch einen ordentlichen Platz ausgesucht in meiner Wohnung, dann versuch doch mal so zu sehen, ja, ich bin halt kreativ, ich bin halt viel unterwegs, ich mache viel, ich unternehme viel, ich habe nicht so viel Zeit dafür. Ja. Versuch mal das, was du an mir nicht magst, in etwas Positives umzuformulieren. Dann fällt es dir nämlich auch einfacher, daran zu arbeiten. Tipp Nummer 2. Selbstliebe hat auch sehr viel damit zu tun, wie du mit dir umgehst. Und da musst du mal irgendwo anfangen. Wir sind oft zu allen anderen viel netter als zu uns. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich fühle mich so hässlich, ich bin so dick geworden. Wenn das eine gute Freundin von uns sagt, dann sagen wir ihr doch, nein, das siehst nur du, du bist so schön. Das ist gar nicht so schlimm, wie du meinst. Aber wenn wir selbst finden, dass wir zugenommen haben, sind wir viel strenger mit uns. Wir reden mit uns nicht so wie mit unserer besten Freundin. Wir reden mit uns viel fieser. Wir denken über uns ganz schlimme Gedanken, die ich nicht einmal aussprechen will. Weil diese Gedanken dürfen eigentlich gar nicht erst entstehen, denn deine Gedanken, die haben so krassen Einfluss auf deine Handlungen, auf dein Leben, auf dein Wohlbefinden und wir dürfen es gar nicht so weit kommen lassen. Versuche mit dir umzugehen, wie du mit guten Freunden umgehst. Hab Respekt vor dir. Zum Beispiel, wieso kochst du nur dann was Schönes, was Leckeres, was Gutes und deckst nur dann den Tisch schön, wenn du Besuch hast, wenn deine Freunde zu dir kommen? Wieso kochst du nicht einfach nur für dich selbst etwas Schönes? Ja? Du sollst nicht einfach selbst zu faul sein für dich zu kochen und dir einfach nur immer eine Pizza bestellen oder keine Ahnung was. Achte ein bisschen auf dich und trete dir selbst mit Respekt gegenüber. Auch beim Aufräumen. Wieso räumst du nur dann auf, wenn du weißt, es kommen Leute vorbei? Und du selbst bist du dir nichts wert, dass du sagst, ja, ist ja scheißegal, wer nur ich kann hier im Chaos leben. Ist auch, gut, das sage ich jetzt, die größte Chaotin überhaupt. Nein, aber was ich damit sagen will, ich glaube, du verstehst, behandle dich so, wie du gute Freunde behandeln würdest. Tipp Nummer 3, nimm dir Zeit für dich. Sag mal Dinge ab. Sag mal Leuten ab, mit denen du eigentlich gar keine Zeit hast, wo du jetzt gar nicht wirklich Bock drauf hast. Sag ihnen ab und nimm dir Zeit für dich.
Also mach natürlich nicht alle jetzt sauer, aber nimm dir Zeit für dich. Leg mal dein Handy weg und lass mal das, was du immer erledigen musst, beiseite und leg dich vielleicht einfach mal auf die Couch. Lass dir ein warmes Bad ein, geh wandern, mach etwas für dich, was dir gut tut und hör ein bisschen in dich rein, wenn das jetzt nicht zu abgespaced klingt, hör ein bisschen in dich rein und versuche herauszufinden, wie es dir wirklich geht, ob du glücklich bist oder nicht. Und wo du denn hinkommen möchtest und was deine Wünsche sind und deine Ziele sind und was du überhaupt gerne möchtest. Aber deswegen musst du dir Zeit für dich nehmen, um das mal rauszubekommen und dem dann auch langsam Step by Step nachgehen können. Tipp Nummer 4. Als erstes möchte ich dir sagen, du brauchst nicht schichtenweise Make-up, du brauchst keine Haarextensions, du brauchst kein dies, du brauchst kein das, du brauchst keine teure Klamotten, du brauchst das alles nicht, um schön zu sein, denn du bist individuell schön, so wie du bist. Das hört sich einfacher an, als es ist. Ich weiß es nur zu gut. Aber ich bin jetzt jemand, ich habe so gut gelernt, ich bin eigentlich meistens ungeschminkt. Total ungeschminkt und es ist völlig okay und habe mich voll daran gewöhnt, weil ich mehr in mir sehe als nur mein äußeres Erscheinungsbild. Jetzt heute bin ich mal geschminkt. Weißt du wieso? Oft sagen ja die Leute auch, wieso stylst du dich eigentlich immer so auf? Brauchst du Aufmerksamkeit? Willst du Männer anmachen? Was ist eigentlich das Ziel davon? Nein, ich style mich manchmal auch einfach gerne für mich selbst. Wie heute. Ich wusste, dass ich heute einen Videodrehtag einlege hier in meinem Office. Und deswegen hätte es eigentlich ganz gut gepasst, wenn ich gerade jetzt zu Themen wie diesen ungeschminkt vor der Kamera wäre. Falls du mich noch nicht kennst, ich habe da ja überhaupt kein Problem damit. Schau dir mal meine anderen Videos an oder schau mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Da siehst du ja mich in den Stories praktisch nur ungeschminkt. Aber ich bin heute Morgen aufgestanden und ich hatte Lust, mich zu schminken für mich selbst. Ja, jetzt drehe ich natürlich auch gerade Videos. Aber was ich damit sagen will, zieh dich auch mal schick an für dich selbst. Ja, das ist nicht einfach immer nur für die anderen. Mach was für dich selbst. Ich meine, ich bin hier, logisch jetzt am Video drehen, aber ich bin den ganzen Tag nur hier drin. Ich habe mein Haus den ganzen Tag nicht ein einziges Mal verlassen. Ich habe Videos gedreht, ich habe E-Mails gemacht. Aber ich wollte mich heute ein bisschen schön machen für mich selbst. Mach das auch. Ab und zu mal. Aber eben, sei dir auch bewusst, dass du auch ungeschminkt schön bist. Das bist du. Jeder ist das. Tipp Nummer 5. Dein Aussehen. Ich weiß, du magst deinen Körper vielleicht nicht. Du findest dich zu dies, du findest dich zu das. Und jetzt hör mal in dich rein, wieso ist das so? Ist das so, weil du das wirklich findest? Weil du dich wirklich unwohl fühlst? Dann kannst du etwas ändern, wenn du magst. Aber ist es vielleicht nicht einfach nur so, dass du meinst, dass du dich unwohl fühlst, weil die anderen dich verunsichern? Weil andere dir sagen oder das Gefühl geben, dass du nicht dem Idealbild entsprichst, dass du zu dünn bist, dass du zu dick bist, dass du zu muskulös bist, dass du zu groß bist, dass du zu klein bist? War das deine eigene Idee, dass du darauf gekommen bist? Oder hat dich da jemand beeinflusst? Sein, dass Mitmenschen oder vielleicht eben auch Instagram. Riesenthema Instagram, wenn dich das interessiert, Selbstwahrnehmung, Selbstliebe in Zeiten von Social Media, schau dir mal meinen TED-Talk an, ist alles auf Englisch. Wenn du Englisch verstehst, dann schau dir mal meinen TED-Talk an zu dem Thema, findest du hier auf YouTube. Weil Instagram, das hat einen sehr großen, nicht nur positiven Einfluss auf uns, es hat einen sehr großen Einfluss auf uns und eben leider auch teilweise einen sehr negativen. Und hinterfrag dich mal, wieso bist du unzufrieden mit deinem Körper? Bist du es wirklich oder ist es nur, weil etwas Äußeres, also jemand anders, Instagram-Person, dich beeinflussen? Vielleicht geht es dir eigentlich ganz gut. Vielleicht magst du dich eigentlich. Vielleicht fühlst du dich eigentlich total wohl so. Lass dich nicht stressen von außen. Und wenn es aber tatsächlich so ist, dass du dich selbst nicht mehr wohlfühlst und
du gerne etwas dagegen tun möchtest, hey, dann mach das. Ich meine, ich selbst habe eine riesen Vergangenheit im Fitnessbereich und Fitness ist noch immer ein großes Thema für mich, aber heute aus einem ganz anderen Aspekt. Heute steht Gesundheit und Wohlfühlen für mich an erster Stelle und nicht Kalorien zählen und abnehmen. Wenn du wirklich etwas an dir ändern möchtest, dann mach das. Und zwar, weil du dir selbst etwas Gutes tun möchtest. Dann mach aber nicht so einen Hardcore-Sport, den du hast. Dann mach diese Art von Bewegung, die dir Spaß macht und die dir Freude macht, weil du dir etwas Gutes tun möchtest. Ja? Selbstliebe hat auch damit zu tun, zu dir zu schauen, dich zu pflegen, Rücksicht zu nehmen auf dich und dich gesund zu ernähren. Weil die Ernährung ist nicht einfach nur ein Zu- oder Abnehmen. Die Ernährung hat einen Einfluss auf so wahnsinnig viel an uns. Und ernähr dich doch gesund, weil du eine gute Verdauung haben möchtest, weil du ein schönes Hautbild haben möchtest, weil du holistisch gesund sein möchtest, weil du fit sein möchtest und weil du mit Energie durch den Alltag gehen möchtest. Ja? Also tu dir was Gutes, beweg dich, weil du genau weißt, dass du dich danach besser fühlst und ernähr dich gesund, wie es schon sagt, weil du gesund sein möchtest. Tu dir was Gutes. Wenn du noch mehr zum Thema Selbstliebe von mir hören möchtest, dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bin gespannt, wie dieses Video ankommt. Aber schau auch mal auf meinem Blogpost vorbei, da habe ich einen guten Eintrag oder mehrere Einträge über das Thema. Und eben auf meinem Instagram-Account thematisiere ich Selbstliebe auch sehr oft. An der Stelle, das war es. Kurzes Video zum Thema Selbstliebe. Ist es kurz? Weiß ich nicht. Ja, ich kann mich nicht so kurz fassen. Wie dem auch sei, liebe Grüße aus Luzern. Man sieht sich im nächsten Video.